Sieh zu, dass dich niemand erschießt. Sie werden aggressiver. Hau ab! Konzentrier dich! Da kommen noch mehr! Du Drecksvieh. Ich bin besser als du. Hast du gehört? Ei, ich bin der König der Muskete, der Schatten im Wald. Seht ihr? Selbst Tod lässt die Schlampe nicht locker. Wie geht das? Wie konnte sie einen Wolf bändigen? Versteht mich nicht falsch. Es lief alles exakt nach Plan. Ihr kämpft gut. Euch könnten wir gut bei der Miliz gebrauchen. Red McGrath. Verbanner. Ja, ich habe euch schon mal gesehen. Theodore Shepard, Scharfschütze in Fort Jericho. Der Beste von allen. Habt ihr einen Geist gesehen? Was hat mich verraten? Es ist der Geist von Flora Abbott, diese Negerschlampe. Flora Abbott? Wer ist das? Die kleine Schlampe des Captains. Hat ihr sogar eine Muskete geschenkt, ist abgehauen, wohl dabei abgekratzt und lässt mich jetzt nicht in Ruhe. Wieso euch? Was weiß ich, wie die ticken. Die sind von Natur aus hinterlistig. Das wisst ihr doch. Sie wollte mich umbringen, in meiner eigenen Höhle. Das ist Beweis genug. Die Sklaverei ist ein Geschenk für die. Verzeihung? Bleib ruhig. Wir müssen uns um einen Geist kümmern. Dem kleinen Drecksack können wir später noch Manieren beibringen. Vielleicht kann ich helfen. Mit Geistern kenne ich mich aus. Ihr habt eine Höhle erwähnt. Eure? Ja, ich habe sie als Jagdhütte genutzt. Zumindest bis Abbott dort aufkreuzte. Oder ihr Geist jedenfalls. Sie griff mich an. Ich rannte um mein Leben, musste alles zurücklassen. Seid doch so nett und holt mir meine Sachen, hm? Vielleicht behalte ich das Zeug einfach für mich. Um was für Sachen handelt es sich denn? Nichts, was ihr gebrauchen könnt. Ich aber schon. Ein Notizheft, ein paar Wolfsfallen. Für euch kaum von Wert, für mich etwas wertvoller. Danke, Kumpel. Ich weiß das zu schätzen. Mal sehen, was wir in Teddys Höhle alles erfahren werden. Ich mach mich wieder auf den Weg. Gebt auf euch Acht. Kumpel. Haltet euch da raus. Ein Geist hat uns belauscht. Vermutlich Flora Abbott. Sie hat Spuren hinterlassen. Hey! Er gehört mir! Wer ist da? Ihr hättet ihn mir überlassen sollen. Flora Abbott? Seid ihr das? Ihr hättet ihn mir überlassen sollen. Warum habt ihr ihn gerettet? Ausgerechnet ihn! Ihr seid Fräulein Abbott, richtig? Ich bin Red McGrath, Flora. Das hier ist Anthea Duarte. Wir sind Verbanner und wir sind keine Freunde von Theodore Shepard. Ihr, die Verbannerin. Wir haben von euch gehört. Als ihr hier eintraft, ich traute meinen Ohren kaum. Jemand wie ich, gekommen, um uns zu retten. Wie sie alle gespottet haben,
Ich hatte Hoffnung. Solche Hoffnung. Aber ihr habt uns nicht gerettet, oder? Ihr habt nur diesen Bastard Shepard gerettet. Ihr werdet mich nicht verbannen. Nicht ehe ich mit ihm fertig bin. Hört ihr mich? Keine Sekunde früher. Wir sind keine Feinde, Flora. Ihr könnt uns vertrauen. Kann ich das? Ihr habt das Leben eines Mannes gerettet, der nur Hass für euch übrig hat. Ich bin beim Kampf gegen den Fluch gestorben. Ich bin gestorben, um euch zu retten. Euch alle. Und ich kämpfe noch immer. Und was nützt mir das jetzt? Fluch oder nicht, Shepard hat nur darauf gelauert, nach meiner Kehle zu schnappen. Ihr wart als Jägerin in Fort Jericho tätig. Aber warum seid ihr überhaupt nach New Eden gekommen? Mir gehört Land hier. Ich bin schon lange keine Außenseiterin mehr. Irgendwo muss man schließlich leben. Fühlt ihr euch wohl? Seit ich in jungen Jahren meine Heimat verließ, habe ich mich nirgends mehr niedergelassen. Man sollte es sich nirgends zu gemütlich machen. Ich bin in New England geboren, auf einer Farm nahe Boston. Nach dem Tod meiner Mutter kam ich nach New Eden und erwarb ein Stück Land. Nur ein kleines Grundstück am Rande des Waldes. Pennington kam ab und zu vorbei. Wir gingen gemeinsam jagen. Als wir von hier flohen, folgte ich ihm. Schloss mich der Miliz an. Ich wurde ein Teil von New Eden. Dann starb der Captain. Und ich war kein Teil mehr. Warum seid ihr hinter Shepard her? Er hat mir das Leben zur Hölle gemacht. Ich gewähre ihm einen schnellen Tod, denn ich kann besser jagen als er. Ich war besser und das wusste er. Das konnte er nicht abhaben. Und dass ich das Vertrauen des Captains hatte, auch nicht. Ich, die Dunkelhäutige. Das schwächste Geschlecht, die falscheste Hautfarbe, der Sündenbock für jeden Fehler. Gehasst für jeden Erfolg. Hat er euch angegriffen? Er hat auf den Boden gespuckt, mir die kalte Schulter gezeigt, mich jeden Tag angegiftet, mich auch manchmal bei anderen schlecht gemacht. So war er. Er wollte mich von sich fernhalten. Also hat er mich aus der Ferne erschossen. Am alten Wachturm, östlich von hier. Shepard hat mich noch ein letztes Mal verfolgt, bevor er mich erschossen und umgebracht hat. Tut mir leid. Eine grässliche Schandtat nach der anderen. Der Bastard hat meine Waffe gestohlen. Sie ist in seiner Höhle. Ich will sie zurück. In der Höhle, in der ihr ihn töten wolltet? Ja. Und? Nein. Kein Problem. Bis es ein Problem gibt, natürlich. Lasst euch nicht weiter stören, Flora. Enttäuscht mich nicht. Zu mir! Verpisst euch! Nachdem sie ihren Captain und einzigen Verbündeten verloren hatte, verließ sie das Fort. Shepard wollte sie vernichten. Es war die richtige Entscheidung zu gehen. Pennington hat Shepard im Zaum gehalten. Ohne den Captain schwebte sie in Gefahr. Interessant.
Wir müssen immer noch Shepards Höhle finden. Kaputtes Schloss, gewaltsames Eindringen. Hier ist ein Echo. Unendlich viele Wege treffen sich an einem einzigen Punkt. Was machst du in meinem Haus? Echtes Drecksloch hast du hier, Abbott. Passt zu dir. Genug. Du wolltest, dass ich verschwinde, und ich bin gegangen. Ich werde nicht gegen dich kämpfen. Was zum Lesen für dich, falls du überhaupt lesen kannst. Hat nichts mit mir zu tun. Ich bin nur der Überbringer. Sie hat ihr Gewehr runtergenommen. Wieso? Sie war vorsichtig. Gab Shepard keinen Grund abzudrücken. Ziemlich riskant. Sie ist tough. Ich frage mich, was in dem Brief stand. Wir müssen den Schlüssel dafür finden. Sie war eine erstklassige Jägerin. Aber Shepard sah sie nur als Beute. Sieht mottenzerfressen aus. Hier hat schon lange niemand mehr geschlafen. Der Turm muss schon Jahre vor dem Fluch aufgegeben worden sein. Das musst du dir ansehen. Theodore Shepards beschauliches, trautes Heim. Das muss Floras Muskete sein. Genug! Hier, bedien dich!
Irgendwann muss ich mich auch mal ausruhen. Hier wäre es gut. Das mit dem Rauchen habe ich nie verstanden. Soll angeblich sehr gut für die Gesundheit sein. Das Notizbuch, das Shepard wollte. So ein reizender Mann. Reizend ist ein Ausdruck. Mir fallen da ganz andere ein. Shepard ist erbärmlich, zornig und widerwärtig. Und er ist ein schlechter Verlierer. Hart, aber wahr. Einschusslöcher? Ein Duell? Hier war eine Muskete. Man sieht noch den Abdruck. Ich glaube, wir haben diese Waffe bereits gefunden. Imarada Sentus. Du mieser Bastard! Er hat sie zur Strecke gebracht wie ein wildes Tier. Ich weiß, sollte uns egal sein, aber... Flora wollte ihre Freiheit haben. Shepard hat sie ihr genommen. Keine Spur von ihrem Leichnam. Vielleicht hat ihn jemand in den Fluss geworfen. Könnte meilenweit flussabwärts getrieben sein. Die Worte eines Geistes könnten hier nachhallen. Was zum... Das Schießpulver ist feucht. Abbott, du faule, heidnische Hure! Der Schnee ist schuld daran.
Du jaulst wie ein feiger, zahnloser Köter, Shepard. Der Captain wird nicht immer da sein, um dir den Arsch zu retten. Ich krieg dich noch. Dann schieß lieber nicht daneben, kleines Hündchen, weil ich schneller bin als du. Und die Sache ist schnell aus dem Ruder gelaufen. Hier ist Schießpulver lebenswichtig, aber anschreien war nicht nötig. Ich bezweifle, dass sie falsch lag. Ich auch nicht. Aber sie hat ihm gedroht. Hart. Sie wollte nur ein besseres Leben haben. Wie jeder Mensch. Ich wurde mal von einem spanischen Sklaventreiber angeheuert. Natürlich wurde er heimgesucht. Sein Zustand war übel. Ich kann was erkennen. Da hängt was am Baum. Ich glaube, es ist eine Tasche. Verdammter Nebel. Wer weiß, was sich hier verbirgt. Lass mich uns führen. Versuch, auf die andere Seite zu kommen. Bin schon dabei.
Shepard gefiel das sicher nicht. Er konnte Helen Preece nicht gegen Flora aufbringen. Das hat ihm sicher nicht gefallen. Zumindest wollte Helen Preece es wieder gut machen und hat sie gebeten, zurückzukommen. Auch das wird Shepard nicht gefallen haben. Noch mehr verdorbener Efeu, der herausgerissen werden will. Wie ich das liebe. Es ist noch nicht vorbei. Du gehörst mir, jaulende Töle. Braucht ihr etwas? Lasst euch nicht weiter stören, Flora. Enttäuscht mich nicht. Wie stehen die Dinge? Ich habe euch euer Notizheft mitgebracht. Und eure Fallen. Sehr schön. Gebt sie her. Nein, ich denke, ich werde sie behalten. Was soll das heißen? Macht ihr Witze? Und ich habe Neuigkeiten. Flora Abbott ist tot. Das ist ein guter Witz. Kumpel, Flora Abbott geht mir am Arsch vorbei. Das sollte sie lieber nicht. Ihr Geist sucht euch immerhin heim. Wollt ihr auch wissen, weshalb? Ich weiß genau, weshalb. Sie hat mich gehasst. Ich habe mich von ihrem Rumstolzieren nicht blenden lassen. Mich nicht wie Pennington täuschen lassen. Helen Preece schätzte sie ebenfalls. Das wisst ihr natürlich. Sie wollte, dass Flora zurückkehrt. Das hat euch aufgeregt. Das ist doch ein Haufen stinkender Pferdemist. Die hat doch keiner vermisst. Ach ja? Seltsam. Ich habe einen Brief von Helen Preece gefunden, in dem sie Flora bittet, zurückzukommen.
Und ihr habt ihn überbracht. So, so, das wisst ihr also. Na und? Ja, ich habe ihr den Brief gegeben. Priest wollte sie zurück. Aber Abbott kam nicht. Ende der Geschichte. Sicher, dass ihr es nicht wissen wollt? Seid ihr nicht auch nur ein klitzekleines bisschen neugierig? Wollt ihr nicht wissen, wie sie gestorben ist? Nicht wirklich. Vielleicht von einem Tier angefallen? Wisst ihr was? Sie wurde tatsächlich von einem Tier angefallen. Sehr mysteriös, denn sie kannte sich in der Wildnis und mit ihrer Muskete bestens aus. So gut war sie gar nicht. Sie hatte Dusel. Aber irgendwann lässt er einen im Stich. Dann holt dich das Leben ein. Sie floh aus dem Fort, um euch nie wiedersehen zu müssen. Sie hätte euch töten können, aber sie hat sich dagegen entschieden. Das solltet ihr wissen. Das war nur, weil sie wusste, dass sie verlieren würde. Sie konnte besser schießen als ihr und sie war schneller. Sie kannte das Gelände und wusste, wohin ihr gehen würdet. Sie hätte sich auf die Lauer legen können, auf euch warten, um euch dann zu erschießen, wissend, dass ihr auf der Jagd dort vorbeikommen würdet. Kommt euch das irgendwie bekannt vor, Kumpel? Nein. Sollte es? Lasst die Spielchen. Ihr habt Flora Abbott getötet. Ich hatte nichts damit zu tun. Und ihr könnt nichts beweisen. Ich muss gar nichts beweisen. Ich weiß es. Das ist genug. Und was, wenn ich es war? Tiere zu töten ist mein Beruf. Und ihr könnt nichts dagegen tun, Kumpel. Ich bin Engländer. Wie er leibt und lebt. Was wollt ihr tun? Mich verbannen? Ihr redet wirklich furchtbar viel Mist, Shepard. Es wird Zeit, dass man euch mit der Wahrheit konfrontiert. Theodore Shepard, der Geist eures Opfers sucht euch heim. Die Wahrheit ist, dass ihr ein abscheulicher Tyrann seid. Was weiß ein Schotte denn schon übers Menschsein? Er macht es mir wirklich einfach, Shepard. Diese Heimsuchung ist gleich vorbei. Verbanner beschützen die Lebenden vor den Toten. Das stimmt. Aber manchmal richten wir dabei auch die Lebenden. Glückwunsch. Selten sah ich jemanden, der mehr verdiente, gerichtet zu werden als ihr. Moment! Nein! Wartet! Es tut mir leid. Ich entschuldige mich bei der blöden Hure. Ich bin ein guter Mensch. Es war ein Fehler. Nur ein dummer Fehler. Ja, es war ein Fehler. Erlaubt mir, euch mit den Konsequenzen zu konfrontieren. Ich sehe die Grube, aber wo ist der Schwefel? Oh, verdammt. Was ist los? Wiedergängerwölfe. Sie kehren immer wieder zurück. Wir sollten die Quelle suchen und den Spuk beenden. Ihr Fell hat eine seltsame Färbung. Ja, wie Rost. Sind sie alle durch die Eisenminen umgekommen? Lass uns deinem Bauchgefühl nachgehen. Mal sehen, wohin es uns führt.